süße Herzens-Community. Und weiter geht's im Text. Ich war, wie gesagt, bei meiner Tochter und da war ich dann natürlich auch im Teddy. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Krustak-Kisten, diese 10-Cent-Kisten, die gibt es ja in dem Sinne nicht mehr so mit 10 Cent, aber halt 50 Cent oder 55 Cent. Und da ist bei uns im Moment, also bei uns in Merzig, wo ich immer hingehe, nichts. Da ist gar nichts. Da sind zwar noch etliche Weihnachtssachen drin, aber alles kaputt und alles zerfleddert. Und ja, es standen 10 Kisten da, aber da war wirklich nichts. Nicht ein einziger Artikel, der jetzt für mich in Frage gekommen wäre. Und wenn, dann war er halt kaputt oder zerfleddert. Und ja, das war jetzt nicht so mein Ziel. Da habe ich halt geguckt, was ich so rundherum anderes finde. Was ich ein bisschen traurig gefunden habe, das war die Abteilung mit den Osterbastelsachen. Da war zwar viel Deko, aber Basteliges war da wirklich keine Clear Stamps, nicht viele Sticker. Ja, war ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deko war noch und nöcher da, aber so viel zum Basteln, ja, nicht so besonders viel. Aber gut, dann zeige ich euch erstmal, was ich geholt habe. Ich habe mir diese Einhorn-Wheels geholt, so rum. Und die kennt ihr ja schon, die sind gleichen, denke ich mal, vom Action. Da werde ich mir jetzt gleich mal einen gönnen von. Strawberry Flavor Coated Marshmallow Center. Da ist, aber die sind ein bisschen anders als die vom Action. Bei denen vom Action ist die Erdbeerfüllung in der Mitte. Hier ist das halt nur außen und innen ist so eine Marshmallow-Füllung. Aber beim Action habe ich sie nicht mehr gefunden. Und da habe ich mir gedacht, versuchst du mal die vom Teddy. Vielleicht sind die ja auch ähnlich lecker. So, dann hat mein Mann mir Popcorn mitgeholt. Ich mag Popcorn gerne. So ab und an mal so vom Fernsehen, so ein bisschen Popcorn knuspern. Habe ich ganz gern, wenn ich denn dann mal Zeit habe zum Fernsehen. Das ist immer so, ja, na gut. Nachts, mitten in der Nacht, dann gucke ich Fernsehen und dann komme ich morgens wieder nicht aus dem Bett, weil ich, ach Gott, ist ja auch wurscht. Ich meine, das kennt ihr alle, ne? So, dann habe ich, was habe ich denn? Das war vom Essen her mal alles. Außer hier für die Hundis habe ich noch so eine Kau-Dings mitgenommen, so ein Kau-Snack. Die nehme ich dann nächstes Mal wieder mit, wenn ich zu meinem Töchterchen fahre. Dann kriegen die Wauzis wieder was von der Oma. Ich habe Flöhe oder sowas, ich weiß es nicht. Weil ich war gestern duschen oder so. So, dann habe ich mir zwei Untersetzer mitgenommen. Also zwei so Deko-Untersetzer. Einmal in grün. Da ist grün. Ich will sehen, das ist gelb. Da ist grün und da ist gelb. Die hatten die auch noch in rosa und hellblau, glaube ich, und weiß. Aber mir haben halt die grünen und die gelben am besten gefallen. Und die haben da um den Rand herum, ihr seht ja da so, das ist Filz. Das ist so um den Rand herum ausgestanzt. Das hat mir gut gefallen. Das wollte ich zu unserer Deko hinlegen. Sie funseln schon ein bisschen ab. 1 Euro haben die gekostet, 35 cm Durchmesser haben die. Ja, die haben mir ganz gut. Die haben mir getaugt. Gell, Ricky? Meine Süße. So, dann habe ich noch, was habe ich denn noch von Deko mitgenommen? Den hier habe ich mir mitgenommen. Ist der nicht süß? Guck doch mal, die Frisur. Und die Figur. Die Frisur, die Figur. Ich habe gefunden, dass der mir unglaublich ähnelt. 1 Euro hat der gekostet. Und der kommt hier auf meinen Schreibtisch stehen, weil der guckt auch noch so bedröselt aus der Wäsche. Wunderbar. Wird direkt gut gelaunt. Super. So, dann von Deko habe ich mir in verschiedenen Geschäften, das heißt beim Woolworths, beim Kick glaube ich auch und hier halt auch beim Teddy, diese Plastikeier mitgenommen. Weil ich schmücke ja auch immer den Vorgähnen, jawohl, ich gähne euch was vor, den Vorgarten österlich. Und da das jetzt bald wieder soweit ist und meine Plastikeier, also nicht meine, aber die im Garten hungen, ziemlich mitgenommen schon aussehen teilweise und auch kaputt sind, habe ich letztens schon beim Reinholen einige aussortiert und ich werde das jetzt nochmal machen und dann werden die ersetzt durch neue. Die Packung hat 1 Euro gekostet und da sind 6 Stück drin und die sind auch ziemlich dicke. Ja. Ich werde gucken, wenn mir noch welche fehlen, dann hole ich mir halt noch welche nach. Aber bei mir hängen nämlich immer sehr viele Eier an den Bäumen. Das klingt unglaublich gut, gell? Bei mir hängen viele Eier an den Bäumen. Ja, ist halt so. Ist so, soll ich machen. Es hängen Eier an den Bäumen. Dann habe ich mir mal wieder Servietten mitgenommen. Und bei den Servietten habe ich euch ja gesagt, für 1 Euro diese kleinen, werde ich auch jetzt mal kurz ausräumen, demnächst ausräumen und dann werde ich da auch ein riesiges Paket zusammenstellen. Also wer an Servietten interessiert ist, kann sich ruhig bei mir melden. So, was habe ich denn dann noch genommen? Hier habe ich mir noch so eine Filzmatte geholt. Das ist, ihr seht da so ein bisschen
Ja, ganz dick ist er nicht, aber auch nicht ganz dünn. Und das wollte ich tatsächlich versuchen, um meine Junk Journals einzubinden damit. Das ist ein Tischläufer eigentlich, 3 Euro hat der gekostet. Das sind 40 Zentimeter in der Breite und 3 Meter in der Länge. Nein, 1,50 in der Länge. Ja, da ist auch noch so ein graues Band dann drum gewickelt, kann man ja auch noch benutzen. Und ich wollte damit probieren, ein Buch einzuschlagen, also so ein Cover zu machen, ne? Und vielleicht geht's, vielleicht auch nicht. Ich muss mal gucken, womit ich das festklebe, dass man da nicht so viel Sauerei sieht. Und entschuldigt die Fummelei an meinen Haaren, aber mir geht das gerade wirklich tierisch auf den Geist, wie die aussehen. So, dann, was habe ich noch gefunden? Dann habe ich noch, ich habe mir ganz viele, Entschuldigung, ich bin wieder verschwunden, aber ihr wisst ja, dass die Tüten immer neben mir stehen. Nicht nur ich stehe neben mir, sondern auch die Tüte. Gleich kein Platz mehr. Ich habe mir ganz viele von diesen Tischläufern mitgenommen zum Buchcover einbinden. Und zwar einmal dieses hier. Das ist so ein Gitter, das ist Plastik, ne? So Gummi, hüppala, Gummiplastik, ja, 1,50 hat es gekostet. Und das ist halt so, ja, auch ein Platzset und zwar 43x28. Ich werde das einfach mal ausprobieren. Für ein A5 oder ein A6 reicht das Dicke, für ein A4 wird es wohl auch noch reichen. Das ist erstmal dieses hellgrau-weißliche, jetzt hänge ich hier mit dem Pullover dran, dieses hellgrau-weißliche, rundgütiger. Dann habe ich dieses graue, dunkelgraue mitgenommen. Ich werde es ausprobieren und ich denke mir, dass man da ganz schön Cover einbinden kann. Und dann das grüne. Wenn ich jetzt ein Frühlingsjournal mache, dann wird das da drum gewickelt, geflickelt, gefrickelt. So, Dille, dann, was habe ich noch gefunden? Hier habe ich noch einen Tischplatzläufer-Set, was auch immer, auch zum Alben einbinden oder zum Journal einbinden, und zwar dieser hier. Der ist mir jetzt zu weiß und zu hellgolden, aber da kann man ja mit Farbe Abhilfe schaffen. Der hat 1 Euro gekostet und ist 29x44 cm groß. Ja, ich hab die gesehen, und warum soll man sich teures Leder kaufen, wenn man diese Dinger hier so günstig kriegt, und man kann da bestimmt damit Cover machen. Ich bin überzeugt davon. So, von richtigen Bastelstoffen habe ich mir diese beiden mitgenommen. In diesem Blau-Rot, in diesem blauschimmernden Mermaid-Design und hier in diesem rosa-gelblichen. Und die sind natürlich für Mermaid-Journals gedacht. Und da passt das ja eigentlich ganz gut. Die kosten auch 1 Euro. Und da ist aber nur ein A4-Blatt drin. Also recht teuer im Vergleich zu den anderen Stoffen. Und die hatten im Teddy wirklich unglaublich viele von diesen Platzsets und Tischläufern und so ein Gedöns. Also guckt euch da mal um, da kommt ihr wirklich sehr günstig an solche Sachen ran. Finde ich ganz cool. So, dann habe ich mir ein Regal mitgenommen, dieses Eckregal. Das haben auch schon einige in die Kamera gehalten. Das gibt es ja auch in Gerade, so kleiner und größer ein bisschen. Das ist halt jetzt ein Eckregal. Das hat für meine Zwecke den besten Effekt. 29x21,5x34 cm für 3 Euro. 3 Etagen in dunkelgrau. Die hatten das auch noch in weiß. In schwarz. Ich wollte es aber in dunkelgrau haben. Ja, für so Kruschterkram auf dem Tisch, dass das ein bisschen, dass das nicht alles so verbreitet auf einer Ablage liegt, sondern halt ein bisschen da drin dann verteilt, ne? Wäre günstig, weil ich weiß nicht mehr, wo ich mich hinsetzen soll gleich, ne? Das ist ganz furchtbar. So, ach ja, ich habe hier noch so einen Tischläufer gefunden. Und zwar in 33 cm Breite, diesen goldenen. Und auch 1,50 lang. Steht mal drauf. Mir ist es zwar, wie wenn das mehr als 1,50 wäre, aber gut, wenn die das draufschreiben, wird es wohl auch so sein. Das ist auch so ein Gummiding, so eine Gummimatte, aber in diesem antik-goldenen Design. Wie gesagt, man kann ja da immer noch mit Stempelfarbe drüber gehen oder mit sonstigen. Der hat 5 Euro gekostet, der war ein bisschen teurer, aber gut. Immer noch kein Vergleich, ne, zu den anderen. Ich werde es ausprobieren, aber ich denke mal, dass das ganz gut klappen wird. So, dann habe ich habe ich diese mitgenommen, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, warum. Das sind Zauberstäbe für 1 Euro. Die haben mir gefallen und ich dachte mir so, entweder kriegen meine Mäuschen das, meine kleinen
Passt zwar jetzt nicht unbedingt zu Ostern, aber ist ja wurscht. Ein Zauberstab, ne, kommt immer an. Oder ich verbastle sie tatsächlich, aber da weiß ich noch nicht, was ich mitmachen soll. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Die haben dann, also, ihr seht ja, ne, das sind so diese Papiersterne mit Glitzerpapier und dann sind da so Funseln dran, so Bänder. So lange sind die. Das sind 6 Stück. Ja. Wie groß die jetzt sind, weiß ich nicht. Die haben halt 1 € gekostet und oh, ich sag, komm. Ein Stück 17 Cent. Oh jo. Kann man ja nicht meckern. Ne? Gut, ist auch nicht mehr wert, aber. Da weiß ich, wie gesagt, noch nicht so wirklich, was ich damit anstelle, aber. Wir werden es sehen. Irgendwann. So, dann war ja mein Mann dabei. Gott sei Dank alleine, ohne den restlichen Anhang. Und der hat sich Paketband mitgenommen, weil der mir ja immer bei meinen Posten, Post in der Mehrzahl, hilft, die zu verkleben. Und da ich ja meine Pferdchen verkauft habe, die ja die liebe Doris in die Schweiz bekommt, die sind ja übrigens jetzt weggaloppiert. Und da ist so manche Rolle Klebeband draufgegangen. Das war nicht so einfach zu verpacken, das kann ich euch sagen. Ich hoffe, sie kommen heile an. Ich hoffe es. So, dann habe ich mir Band mitgenommen. Das hier ist eher so Schnur als Band. Ne? Das ist dann so ein Jutekordel in verschiedenen Farben. Hier haben wir so das ist auch eher Kordel, aber so ein bisschen dünnere. Es sieht aus wie Lederschnur ähnlich. Ne? Und dann so ein bisschen breitere Lederschnur noch. Seht ihr das? Ich sag das in die Kamera. Ja, da seht ihr. Ein bisschen breitere Lederschnur, ein bisschen wie Kordellederschnur, ja. Und dann dieses Jute in verschiedenen Farben. Ja. Und das war 2 €. Und da sind je 2 Meter drauf. Und das steht hier 3er-Set Geschenkband. Aber das wird bei mir natürlich nicht als Geschenkband, sondern um Journals zu binden und zu nähen und so weiter benutzt werden. So, dann habe ich mir noch Band mitgenommen. Und zwar werde ich euch das zeigen, wenn ich wieder aufgetaucht bin. Ich habe es versoffen. Ah, hier. Na? Ebenfalls zu dem gleichen Zweck einmal dieses dunkelgrau. Na komm. Na. Ah, halt Schnur, dunkelgrau. 55 Cent, 5 Meter. Da kann man nicht meckern. Dann habe ich nochmal das hellgrau in ein bisschen breiter mitgenommen. Damit hat sie jetzt wieder Probleme, die Alte. Also nicht ich, aber die Kamera. Ebenfalls 55 Cent und da sind auch 5 Meter drauf. Und dann hier dasselbe nochmal in diesem Mintgrün. Auch diese schmalere Kordel. Ebenfalls 55 Cent für 5 Meter. 3 Meter. 5 Meter. Oh Gott, helft mir doch, er schießt mich. So, dann habe ich bei den Holzdingsteilen, das klingt jetzt auch sehr gut. Bei diesen Holzdeko-Teilen habe ich diese Baumscheiben gefunden. Und da weiß ich auch noch nicht so richtig, da sind 40 Gramm von allen möglichen Größen. Und ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, ob die jetzt bei mir bleiben oder ob die weiter wandern in ein Paket. Ich weiß es noch nicht. Dafür zeige ich sie auch, weil ich mir da halt noch nicht so sicher bin. So, dann habe ich hier diese Schmetterlinge gefunden. Diese Deko-Schmetterlinge in Gelb-Glitzer und einmal in Rosa-Glitzer. Ja, kommen in das Frühlingsjournal. Hier habe ich dann ganz, ganz niedliche Füchschen gefunden. Und da bleibst du wohl her, die wackeln hin und her. Die sind so niedlich, die haben mir so gut gefallen. Die haben halt auch 1 € gekostet, ist nicht so ganz billig, 18er, also 18 Stück in verschiedenen Farben. Die hätte ich mir gerne nochmal mitgenommen, aber es gab sie leider nur noch einmal. Ja, egal. Besser einmal als keinmal. Und dann habe ich die Pilze noch mitgenommen. Die habe ich auch noch nicht. Die kommen alle in so Journals halt Thema Herbst oder so. Ne? Mal gucken. Auch 1 € für 18 Stück. Und diese Eichhörnchen, die waren auch niedlich. Die haben mir auch sehr gut gefallen. Allerdings auch nur noch einmal da. Auch 1 € für 18 Stück. So. Das waren die Holzteile, glaube ich. Ich habe noch ein Band gefunden. Ich habe es auch noch mal so in einem Vanilleton. Ist nicht ganz weiß, ist so ein bisschen vanillig gefunden.
Ja. Ich bin wieder sehr organisiert. Ihr wisst es ja mittlerweile. Dann habe ich diese Stupf-Pinselschwämme mitgenommen. Von denen brauche ich jetzt wirklich ganz viele und ich möchte die gerne in verschiedenen Größen und ich nehme halt auch ganz gerne mal für verschiedene Farben verschiedene Tupfschwämme, außer ich möchte gerne ein bisschen mischen, aber ansonsten mag ich das nicht so gerne, wenn das sich dann da immer so ja, rumschmiert und vermischt und dies und jenes. Wie gesagt, bei den Stickern habe ich diese mitgenommen. Neuro, den Bogen. Und dann die hier. Die habe ich zweimal mitgenommen, auch ein Euro mit den Häschen. Aber wie gesagt, es war wirklich mau mit den Ostersachen. Da habe ich noch einen Bogen von denen mitgenommen. Weiß ich jetzt auch noch nicht, ob die bei mir bleiben oder ob die weitergehen. Auch ein Euro. Und dann stickermäßig waren es dann noch diese hier, auch für ein Euro. Die haben mir sehr gut gefallen. Aber halt auch nur 13 Stück, nur in Anführungszeichen, für einen Euro. Gut, das sind aber so puffy, dicke Sticker, da kann man auch noch nicht meckern. Aber gut, ich habe es mir halt nur einmal mitgenommen, das reicht. Dann habe ich diese Katzen noch gefunden. Die sind ja mega zuckersüß, ne? Die sind wirklich süß. Die haben mir unglaublich gut gefallen. Auch für einen Euro ein Blatt. Dann, ja, das sind so verschiedene Arten von Vintage-Stickern, aber zu verschiedenen Themen. Das ist einmal hier so ein bisschen Reisethema in diesem kupferigen mit der ganzen Kamera, der Uhr, Sonnenbrille. Ja, ihr seht es ja halt. Ne? Die haben mir gut gefallen. Das sind aber leider dann auch nur 11 für 1,50 Euro dann direkt. Dann war das hier Musikthema. Na, ihr seht es mit den Kongas und Trommel, Ziehharmonika, altes Radio. Ja. Violine und so weiter. Und dann hier war noch ein bisschen auch so fahrzeugtechnisch was, ein bisschen von allem. Das Reise, ja, Musik, das ist das alte Grammophon, na, komm. Das Auto hat mir gut gefallen, der Roller. Und das sind wirklich auch ein bisschen immer andere Farben. Das sind nur 9 Stück für 1,50 Euro. Das andere waren, wie viel sind das hier? Auch 9 und das andere waren halt 11. Aber gut. Dann habe ich noch diese gefunden. Diese weißen Herzen mit Blümchen drin, die Blümchen und diese Halbperlen. Und dann in der Mitte dieser große Stein, das hat mir auch ganz gut gefallen. Also der Stein in der Mitte, das sieht man jetzt gar nicht in der Kamera, oder ein bisschen doch. Der schimmert auch noch so gelb, rosa, blau, grün, was auch immer, so holomäßig ein bisschen. Und dann habe ich von Stickern, ich glaube, das sind die letzten, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das sind die letzten, diese hier gefunden. Das sind auch so rosa, blau schimmernde Holosticker und das sind halt kleine Delfine, Halbperlen und dann diese Blumen. Ja, in der Mitte wieder so ein großes. Die fand ich auch sehr hübsch. Die haben auch einen Euro gekostet. Sie haben einen Euro gekostet, jawohl. Und das sind 130 Stück, aber die rechnen ja jedes kleine Pärchen da als einen Sticker. So, dann, was habe ich noch gekriegt? Also beim Teddy war es ein kleines wenig bisschen mehr, aber ich habe mich zu meinen sonstigen Einkäufen sehr zurückgehalten. Ich war halt auch nicht so ganz gut drauf. Ne, das hier habe ich dann nochmal Bastelfedern mitgenommen, diesen Rosa-Mix. Er hat nur noch ganz viele andere, aber ich wollte jetzt nur diese Rosanen hier, rosa-braun, für einen Euro. Das sind 3 Gramm. Dann habe ich mir nochmal schwarze mitgenommen, 15 Stück für 1 Euro steht da drauf. Und dann habe ich diese braunen genommen, das sind auch 15 Stück und zwar für 55 Cent. Warum, wenn mir das einer erklären kann, hier sind 15 Stück in schwarz, die kosten 1 Euro und hier sind für 55 Cent in braun ebenfalls 15 Stück. Die sind auch gleich groß, ne? Das ist keine Ahnung, wo da der Unterschied ist, ob die Farbe nicht so häufig verlangt wird oder gekauft wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall kosten die sind auch nicht reduziert, die kosten regulär, die einen 55 Cent, die anderen 1 Euro. Ich bin überfragt, ich weiß es nicht. Mit den schwarzen Federn will ich was ausprobieren und ja, mal gucken, ob es klappt, dann zeige ich es euch. Es hat was mit Nähen zu tun, das ist schon immer bei mir mit Vorsicht zu genießen, weil ich bin nicht so die Näherin. Hier habe ich dann nochmal, das sind eigentlich auch Sticker dabei, aber es sind halt auch Anhänger. Und, na, was machst du? Hier runter.
Feder runter. So ist das. Nein. Hängschöpf, egal. Das ist dann so zwei so Quasten, ein Schlüss, zwei Schlüssel und dann sind das dann so eine Kamera und so diverse Sticker. Ich weiß nicht, was die Kamera wieder hat. So, da jetzt seht ihr es aber. Eine Rose, eine Kompassrose und da haben wir noch so eine Blume. Und halt diese Glitzerdinger da. Für 2 Euro. War jetzt auch nicht so günstig, aber da. Jetzt hat es ein neues daheim. Dann habe ich mir noch diese Kristalle geholt. Die kennen jeden, diejenigen welchen, die auch Schüttelkarten viel machen. Da kann man diese kleinen und auch diese eventuell noch gut nutzen. Für die, ich werde eine Verwendung damit dafür finden und sei es für mein Meeresjunk-Channel. Da macht das sich auch ganz gut, also Bläschen oder wie auch immer. Dann habe ich für 1 Euro diese Tessels gefunden, diese Quasten, 6 Stück. Und ich dachte, die wären so ein bisschen aus lederartigem Zeug, aber das ist tatsächlich Papier. Ah ja, der übliche Kamerastopp. Weiter geht's. Ich habe mir da 2-mal diese Buchecken mitgenommen, weil Buchecken, daran fehlt es mir wirklich. Habe ich nicht gedacht, aber es ist so. Vor allem diese großen. 1,50 € für 4 Stück. Die durften 2-mal mit, Metallecken halt. Dann gingen diese Büroklammern mit. Ich habe Büroklammern, aber nur diese ganz kleinen und ich brauchte halt die großen, um halt Signaturen zusammenzuhalten oder sowas halt. Ja, da habe ich diese Pitch-Dinger da, wisst ihr, ne? Zum Sachen auf Papier fixieren oder Boxen, Seiten, dass die zusammenhalten, wenn der bis der Kleber anzieht. Aber das ist bei Journal nicht so ganz dolle, weil da behindert einen das dann doch eher, weil das nicht so dicker ist. Ne? Und da hab ich mir die da mitgenommen. Die sind jetzt 1 Euro und da sind, keine Ahnung, wie viele drin. Steht hier gar nicht, wie viele da drin sind. Nee, steht echt nicht drauf. Und wie groß sie sind auch, ne, ich schätze mal, so um die 3-4 cm haben die schon. Ne? Also ist okay. Bei den Clear Stamps habe ich dann diese gefunden, aber da weiß ich auch noch nicht, ob ich sie behalte oder ob sie weitergehen. Da sie mir jetzt im Nachhinein aber nicht mehr so dolle gefallen und die Oster, ich habe sie eigentlich eher aus Enttäuschung mitgenommen, weil die Oster-Clear Stamps nicht da waren. Ich wollte die Eier haben, wirklich nur diese Eier, aber gut, sie waren halt nicht da. Sowas gibt es nicht. Aber 9 Stück für 2 Euro. Aber wie gesagt, ich bin nicht schlüssig, ob ich sie behalte oder weggebe. Sudele. Dann habe ich das hier gefunden und das hat mich sehr gefreut und im Nachhinein auch wieder geärgert. Weil das sind Bastelfläschchen und da sind diese beiden braunen drin. Und die sind genial. Also die braunen sind toll. Und die findet man halt sehr selten. Und da habe ich mir gleich 2 Päckchen mitgenommen für 1 Euro. Aber ihr seht schon, da fehlt der Verschluss. Der Korken. Das hat mich dann sehr geärgert. Das Paket ist auch zu, also der ist nirgends hingeflogen. Der ist auch nirgends im Päckchen drin. Ich sehe ihn nirgends, der ist auch nicht zerbröselt. Das ist einfach ein Produktionsfehler, der hat gefehlt. Und ja, muss ich gucken, was ich mache. Dann verschließe ich es halt mit Wachs oder mit sonstigem. Ich habe ja diese Wachsperlen, da kann man sich ja so ein bisschen dann behelfen und sich da so einen Korken machen. Ne? Oder man zupfelt sich irgendeinen aus Kork, aus einem großen Korkkorken. Korkkorken. Sag das mal schnell hintereinander. Korkkorken, Korkkorken, Korkkorken. Egal. Auf jeden Fall durften die 2-mal mit, hauptsächlich wegen den braunen Fläschchen. So, ihr lieben, süßen, guten Menschen da draußen. Das war's vom Teddy. Weiter geht's jetzt gleich noch mit Woolworths und Kik. Und dann zeige ich euch natürlich auch noch mein Junk Journal, was fertig ist. Und ich glaube fast, dass ich das als nächstes zeigen werde. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung von dem vielen Einkaufen, sonst werden wir ja schwindelig hier. Däumchen nach oben wäre süß. Aktiviert das Glöckchen, abonniert mich, empfiehlt mich weiter. Schreibt mir liebe Kommentare. Freue ich mich sehr, sehr, sehr darüber, meine Süßen. Und ansonsten Küsschen aufs Schnüsschen. Bis bald. Hab euch lieb. Tschüss.